Moin Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar Zuschauerclips Nummer 11. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die tollen Einsendungen, für die tollen Videos. Und wenn ihr mir noch kein Video geschickt habt, aber ihr ein klasse Video zu Hause habt, was ich mir unbedingt anschauen soll, dann bitte hier unten in der Beschreibung. Da findet ihr die E-Mail-Adresse, immer her damit. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, liebe Freunde, wir starten. Zuschauerclips Nummer 11 und ja, bitteschön. Und zwar haben wir hier den Ampelfreak. Ich denke mal, der Ampelfreak ist ein Busfahrer. Jetzt bitte nicht erschrecken wegen der Qualität. Normalerweise hätte ich dieses Video auch nicht reingenommen von der Qualität her. Aber Ampelfreak gibt sich hier richtig Mühe. So eine Mühe muss natürlich positiv belohnt werden, wenn man das Intro des Königs selber bastelt. Ich habe mich tierisch gefreut. Fand ich super. Achtung! Da sehen wir die Sperrfläche. Oh, König. Und soll wohl selber eingesungen haben. Sehr schön, lieber Ampelfreak. Vielen, vielen Dank. Aber ich bleibe doch lieber bei meinem Original. Nicht böse sein, aber trotzdem vielen, vielen Dank. Dankeschön. Fand ich super. Fand ich richtig super. Bei uns geht's weiter. Mal davon abgesehen von diesem ganzen Pixelbrei hier. So, los geht's. Wir sind mit Olli unterwegs. Es scheint eine 30er-Zone zu sein. Hier sehen wir Baustelle und dann nochmal das 30er-Schild. Ich weiß nicht, ob wir eine. Also, sowas ist ja typisch 30er-Zone. Ich würde jetzt hier auch reingehen wie eine 30er-Zone. In der Kurve. Parkende Autos, LKW kommt. Ja, jetzt kann man sagen, ja, in der Kurve sieht man ja so schlecht. Aber der LKW-Fahrer, guck mal, der sitzt so weit hoch, er hätte das sehen können. Hier hätte er eigentlich anhalten müssen. Und nö, mit Anhänger alles rum und dran nimmt er uns den Vorrang. Aber Olli, gut aufgepasst, schön abgebremst. So, bei uns geht's weiter. Mit Olli. Und ja. Vor allem, er blinkt links, er will links abbiegen. Wieso ist das denn so, dass man so einen Schwung holen muss beim Linksabbiegen? Bleib doch einfach in deiner Spur, ich verstehe es nicht. Ich sehe das hin und wieder mal bei meinen Fahrschülern, okay. Ja, wenn die dann rechts abbiegen, dann trifft die immer so ein bisschen nach links, weil sie Angst haben, dass sie rechts unten in der Ecke die Kante mitnehmen, den Bordstein mitnehmen, weil die noch kein Gefühl für die Proportion des Fahrzeugs haben. Nicht wissen, was da jetzt rechts eigentlich wirklich abgeht. Ja, und dann lieber schönen Bogen. Und hier sehen wir es nochmal schön. Ich kann es ja nochmal ein bisschen zurück machen. Er blinkt links, will blinks und holt richtig Schwung, als hätte er hinten noch einen Bierwagen dran. Und da ruft der Partner auch, Uli, 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 Uli. So, bei uns geht's weiter. Wir achten mal auf den Herren hier. Pfeile geben uns an. Achtung, Spurwechsel. Und er düscht jetzt erstmal nochmal richtig schön auf die Sperrfläche rüber, um bloß an den LKW vorbeizukommen. Dankeschön, Olli. Vielen, vielen Dank. So, wir sind jetzt bei Flo unterwegs und Flo sagt, ja, hier, so ein Fischkutter. Ne, Fischkutter. Zieht jetzt einfach mal so raus. Wir sehen es da vorne schon, der Transporter. Das ist der Fischverkäufer. Transporter mit Anhänger. Ich muss wissen, Leute, wenn ich einen Anhänger dran habe, dass das alles ein bisschen länger dauert als gewohnt. Zieht raus, bremst erstmal alle richtig schön aus. Und dann aber nicht nur ein bisschen ausbremsen, sondern jetzt geht's hier mit gefühlten 10 km/h erstmal weiter. Ich weiß, dass an so einer Kreuzung außerorts, dass man ein bisschen länger stehen muss, ein bisschen länger warten muss, aber immer noch besser als so eine Aktion. Einfach rausziehen, alle erstmal komplett ausbremsen. So, jetzt kommen wir mal zum Thema wieder. Handy am Steuer, hier das Handy. Man guckt so und aus dem Augenwinkel guckt man so raus, weil man das Hauptmerkmal ja auf Display hat. So bewegt sich hier irgendwas, schimmert hier irgendwas grün, weil dann heißt es ja losfahren. Ja. Und zwar die Rechtsabbiegeampel wird jetzt grün und er wird los. Und ihr müsst überlegen, die Linksabbieger hier haben Gegenverkehr, Querverkehr hat auch grün. Und er fährt los, weil das, glaube ich, aus dem Augenwinkel nur. Das ist wirklich dieses Schema. Aus dem Augenwinkel geguckt, oh, der fährt los, alles klar, ich sehe auch irgendwas Grünes, gut, ich fahre auch los. Und dann, ja, knappe Geschichte hier. Pass auf, zack, wird gerade noch abgebremst. Gott sei Dank nichts passiert.
Christian, einer meiner besten Dealer hier, der hat mir, wow, ich weiß gar nicht, ob ich das alles verbrutzeln kann, was du mir hier zugeschickt hast. Immer her damit. Und ja, der unsichtbare Christian, warum? Genau das hier. Wie blind kann man sein, diese Frau? Ja. Das Problem ist immer bei den meisten, wenn die über die Straße gehen, die schauen zuerst mit den Ohren. Das bedeutet, höre ich nichts, dann schaue ich da auch nicht hin. Und dann passiert sowas. Oh, Christian gibt uns heute auch mal einen König. Achtet auf die Sperrfläche, es geht los. Ich glaube, Christian, das war der erste König, kann er sein? Yeah. Sehr schön, dein erster König, glaube ich. Cool. So, bei uns geht's weiter. Keine Ahnung, warum er jetzt hier losfährt. Normalerweise müssten die ja auch rot haben, oder nicht? Oder war da, ist Ampelausfall? Nö, es ist grün und er müsste eigentlich stehen bleiben. Oder hat er einen Blechpfeil? Aber warum will er dann geradeaus fahren? Will der geradeaus fahren? Keine Ahnung. Ich versuche mich da reinzuversetzen, was in den Menschen vor sich geht. Aber Radoslav, übrigens, Radoslav, kurz geht raus, das ist wirklich mein bester Dealer. Ich habe gefühlte 10.000 Videos von ihm. Dankeschön. An dieser Stelle auch nochmal. Keine Ahnung, was der von rechts vorhatte. Oder er hier. Er war in der Wartepflicht. Ampeln sind ausgefallen. Ist ja kein Problem. Wenn die Ampeln ausfallen, keine Panik, kein Problem. Und zwar, wir haben das hier. Das Schild sagt uns, wir haben Vorfahrt. Also wenn die Ampel mal ausfallen sollte, müsst ihr mal drauf achten. Da sind immer so Schilder an der Ampel. Ja, und ich werde ja auch oft gefragt, wenn da ein Stoppschild ist, ja, wenn wir grün haben, soll ich da nochmal anhalten? Ich so, warum? Ja, da ist ja ein Stoppschild. Ich so, ja, warum ist denn das Stoppschild da? Wenn die Ampel ausfällt, ja, dann ist die Vorfahrt geregelt. So, und das ist jetzt hier der Fall. Wir haben Vorfahrt. Und er hier, da sehen wir hier, muss Vorfahrt gewähren. Aber vielleicht denkt er sich, wenn Ampel ausgefallen ist, naja, dann der Stärkere und der Schnellere gewinnt. Oder keine Ahnung. Bremst Radoslav somit komplett aus. Oh, mega gefährlich. Mega gefährlich. Na, jetzt wisst ihr aber Bescheid. Ne? Wenn die Ampel ausfällt, auf die Schilder achten. So, wir beobachten mal rechts den Fahrradfahrer. So, Radoslav, super, hält hier an. Davon kriegst du mir erstmal hier ein bisschen Applaus von mir. Hält an wegen den Radfahrer. Ja, jetzt kommt der Radfahrer hier rüber, aber nicht jeder ist so wie Radoslav. Ah, das war ein Schrecken. So, die armen Radfahrer. Wirklich die armen, armen Radfahrer. Aber Radoslav, pass auf, Radoslav möchte jetzt hier rechts abbiegen. Super. Bleibt erstmal hier schön am Fahrradschutzstreifen stehen, schaut, komm hier Fahrradfahrer, muss natürlich auch eine schöne Verkehrsbeobachtung machen, was er hervorragend hier gemacht hat, hat die vorbeigelassen und jetzt biegt er auf die Rechtsabbiegerspur ab. Aber warte mal, es ist rot. Hier, rot, 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 rot und alle drei interessiert das nicht. Also muss man jetzt sagen, zack, Rotlichtverstoß. Unglaublich. Zum Glück kam keine Bahn. Doch, da kommt sie jetzt. Jetzt kommt die Bahn. Mann, Mann, Mann. So, bei uns geht's weiter. Mit Ilo. Snowhard. Ab auf die Autobahn. So. Wir haben hier einmal einen Wegweiser, einen großen gelben, der uns sagt, wo es lang geht, wo wir uns schon mal einordnen sollen. Okay. Dann haben wir hier auch nochmal einen großen Wegweiser, der sagt, wo wir uns einordnen sollen. Okay. Hier haben wir auch nochmal einen großen Wegweiser, der uns sagt, wo wir uns einordnen sollen, wenn wir irgendwo hinwollen zu unserem Ziel. Und am letzten,
wirklich am äußersten letzten, an ihn hier, hält er sich und sieht, oh, jetzt kann ich nur noch rechts abfahren. Verdammt. Und was macht er? Schön über die Sperrfläche. Um dann nochmal links abzubiegen, beziehungsweise den Spurwechsel nach links zu machen, um weiter geradeaus zu gucken. Ich meine, wir hatten jetzt mehrmals die Möglichkeiten, uns zu orientieren, wo es lang geht. Nein, wir machen es dann lieber beim letzten Schritt, wo wir dann merken, oh, bin ja total falsch, ich muss jetzt hier spontan mal rüberfahren. Und wir wissen, spontane Entscheidungen sind keine gute Entscheidungen. So, wir sind weiter mit Ilo Snowhard unterwegs und hier sieht's nach einem Unfall aus. Wir haben jetzt das Warndreieck, sehr schön. Wir haben hier jemanden langgelaufen mit Warnweste. Geiler wäre es natürlich, wenn er hinter der Leitplanke langläuft und dann kommt irgendwas, was ich nicht verstehe. Warum steht er hier auf der linken Spur? Also wir sind auf der Autobahn. Ich weiß, der hat jetzt einen Unfall. Da sind wir hier vorne an der Motorhaube, dass es gedengelt hat. Aber versucht bitte, das Auto runterzubekommen. Hier, auf den Standstreifen. Weil er befindet sich jetzt auf der linken Spur. Die linke Spur ist die schnellere Spur. Die nutzt man, um schnell zu fahren, um andere zu überholen. Und dort dein Auto abzustellen, nicht gut. Und es sieht so aus, ob das Auto noch beweglich wäre. Ich weiß nicht, ob es noch fährt. Keine Ahnung. Wenn nicht, ist es problematisch, das runterzuschieben. Ich weiß, ein bisschen problematisch. Aber Lösung finden. Vielleicht kann man den ja noch ein bisschen fahren oder keine Ahnung. Aber das ist wirklich mega gefährlich. Mega. Weil die anderen Autos haben es ja auch geschafft. Hier, zack. Die standen jetzt auch schön hinter der Leitplanke. Er kommt gerade hinter der Leitplanke vor. Wollte wahrscheinlich wissen, ob alles okay ist. Also es ist immer versucht, irgendwie den Wagen von der linken Spur runterzubekommen. Irgendwie. So, wir sind mit Jakob unterwegs. Jakob ist ein fleißiger Fahrradfahrer. Und jetzt kommen wir mal zum Thema von dem ruhenden Verkehr in den fließenden Verkehr. Hier sehen wir, dass es eigentlich wichtig ist, dass du der Fahrtrichtung parkst und nicht gegen der Fahrtrichtung. Warum ist das wichtig? Das sehen wir jetzt hier, weil er jetzt keine Einsicht hatte. Seine Sicht war dadurch, dass er im Gegenverkehr geparkt hat, durch diesen PKW beeinflusst gewesen. Er hätte sich jetzt langsam raustasten müssen an dieser Stelle. Er hätte gar nicht hier stehen dürfen, ne? Nicht in dieser Fahrtrichtung. Er hätte sich jetzt langsam raustasten müssen und Jakob als Verkehrsteilnehmer, obwohl er auf dem Fahrrad sitzt, wahrnehmen. Oder akzeptieren, besser gesagt. Das war kacke. So, bei uns geht's weiter. Mit Lotte. Es ist rot. Für uns. Aber nicht für ihn. Dankeschön. Ich verstehe es nicht. So, wir befinden uns in Berlin. Liebe Freunde. Ein Tipp von mir. Legt euch nicht mit Berliner Busfahrer an. Was ist hier passiert? Hier haben wir einen Linksabbieger und der Bus wollte auch links abbiegen, ist von seiner Spur, also ich mache nochmal ganz, ganz Tickel zurück, von seiner Busspur, von der hier, ja, ist er los und wollte auch links abbiegen und kam ihn hier in die Quere. So, und jetzt haben wir ein kleines, jetzt haben wir ein kleines Problemchen, dass er hier irgend so ein gestörtes Ego hat. Ey, ich mach doch Platz für den Bus. Soll der Busfahrer jetzt zurückfahren oder was? Oder, nee, hier wird ausdiskutiert. Ich habe recht. Ich, du da und... So, dann wird hier noch Fotos geschossen vom Bus, bevor man dann rückwärts fährt. Ist das euer Ernst? Da hier, jetzt wird Foto gemacht. Absolut peinlich. Absolut peinlich. Übrigens, Nakatas Blue hört hier Radio Teddy. Alle Berliner würden jetzt so, oh, ich glaube, jeder Berliner liebt Radio Teddy. So, jetzt fährt er ein Stück zurück, damit der Bus rumfahren kann. Warum? Warum nicht gleich so? Warum muss man erst diese Ego-Schiene, diese kranke Ego-Schiene ausfahren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Apropos Bus. Ja, wir wissen jetzt mittlerweile, also Berliner Busfahrer haben es faustig hinter den Ohren und haben auch einen straffen Zeitplan. Ich glaube, deswegen sind die auch so faustig.
Natürlich sollen wir den Bus ermöglichen, aus der Bushaltestelle rausfahren zu können, zurück in den fließenden Verkehr. Das sollen wir ihnen ermöglichen. Und dementsprechend hat er auch Vorfahrt. Aber er darf sie nicht erzwingen. So hier. Und, das ist nicht nett. Das ist wirklich nicht nett. Einfach rausziehen ist schwierig. So, wir sind wieder auf der Autobahn. Und wir wissen ja, Ausfahrten kommen so plötzlich. So plötzlich, die werden auch nicht angekündigt. Da muss man schon mal von rechts überholen auf der mittleren Spur, um dann rüber zu ziehen auf den Ausfädelungsstreifen. Ausfädelungsstreifen. Ich wiederhole es sehr gerne noch einmal. Ich sage aber gerne noch Ausfahrt und Abfahrt, weil ihr es so gewohnt seid und ihr es auch so kennt. By the way. So. Dann geht's weiter mit Tobias aus Dresden. Und ja, so eine Baustelle kann schon mal ein bisschen kompliziert sein, aber trotzdem wird es ausreichend ausgeschildert. Und naja, wenn man halt seine Konzentration nicht draußen auf dem Verkehr und auf die Schilder hat, dann passiert sowas. Alter, du bist nicht ganz dicht. Da hat der Tobias recht, der ist nicht ganz dicht. Darum kriegt er von mir nochmal den König des Tages. Und er muss jetzt aus dem Stand heraus, wir können das nochmal angucken, auf die linke Spur rüber. Und hier ist richtig was los. Er braucht jetzt hier viel Geduld. Und so wie ich das einschätze, wird er keine Geduld haben. Der wird die nächstmögliche Lücke nutzen. Und das wurde wahrscheinlich richtig eng. Ja, also liebe Freunde. Nicht ganz dicht. Richtig, Tobias. Voll auf deiner Seite? Oder hast du noch was dazu zu sagen? Wie kann man denn so geistesgestört sein? Da musst du halt anders fahren. Richtig, da musst du den sauren Apfel beißen, hier runterfahren, gucken, wie du wenden kannst, umfahren kannst. Vielleicht ist es auch besser, dass du hier von der Autobahn runterfährst, weil Baustelle ist ja immer Staugefahr. Ja, super. Das war's wieder gewesen, liebe Freunde. Es hat mir wieder mega, mega mäßig richtig toll gefallen, hier eure Clips. Immer her damit. Und ja, ich verabschiede mich. Allzeit gute Fahrt, liebe Freunde. Und denkt dran, rechts ist gestreut. Ja, okay. Tschüss.